Hollywood wurde nie mein Zuhause. Das gesteht Superstar Linda Evans, auch bekannt als Crystal Carrington aus Denver Clan. Vorgestern ist sie 80 Jahre alt geworden und Interviews gibt die Kultdiva sehr selten. Aber uns hat sie jetzt zu sich nach Hause eingeladen und das ist nicht in Hollywood, im Gegenteil. Sehr weit weg davon und das aus gutem Grund. Barbara Koch und Frank Fastner. Sie war die Stilikone der 80er. Linda Evans, breite Schulterpolster und der elegante Blick. Mit der Serie Denver Clan wurde sie eine Hollywood-Legende. Doch Hollywood blieb ihr fremd. Nach Dynasty, also Denver Clan, brauchte ich das echte Leben. Ich musste mich daran erinnern, wer ich wirklich bin. Jetzt ist sie 80 geworden. Eigentlich hatte die Schauspielerin Pläne für ein ganz anderes Leben. Mein ganzes Leben habe ich eigentlich davon geträumt, Ehefrau und Mutter zu sein. Warum sie Hollywood den Rücken kehrte und nie mehr an dem Ort leben wollte, der sie weltberühmt gemacht hat. Wir treffen Linda Evans zu Hause in ihrem Landhaus, weit weg von Hollywood, 17 Autostunden entfernt. Sie ist immer noch eine Hollywood-Diva, auch wenn sie sich ganz bewusst fürs Landleben entschieden hat. Zum Geburtstag macht sie jetzt ein großes Fotoshooting. Mit jetzt 80 achtet sie immer noch selbst darauf, dass alles sitzt. Könnt ihr hier noch Make-up drauf machen? I don't mind saying it because ich habe kein Problem mit der Zahl, weil die Alternative wäre ja nicht so schön. Ich möchte 80 sein, möchte 90, möchte 100 werden. Also sollte ich mich damit auch arrangieren. Natürlich ist nichts mehr einfach, aber ich bin gesund. Ich lebe in der Natur, mein Leben ist eigentlich einfach. Und es gibt mir Energie, das Landleben gibt mir Energie. Und das ist das Haus plus 300.000 Quadratmeter Land in der Nähe von Washington, weit weg von Hollywood. Und das hat einen Grund. Zwar wird sie in den 80ern als Crystal Carrington weltberühmt. Doch der Ruhm, das schöne Leben im Rampenlicht, es hatte seinen Preis. Ich habe meine Denver-Clan-Familie geliebt, alles, was wir all die Jahre gemacht haben. Aber ich hatte kein Leben mehr, gar keins. Immer im Stress. Es gab 2 Jahre, da hatte ich nicht ein einziges Wochenende frei. Je erfolgreicher die Serie wurde, umso mehr hatten wir zu tun und umso weniger hatten wir ein eigenes Leben. Als es zu Ende war, wollte ich endlich mein Leben zurück. 8 Jahre war Linda Evans, die eigentlich Linda Evans, das heißt Crystal im Denver Clan. Eine Serie voll von Intrigen, Liebe und Rache. Lindas größte Rivalin in der Serie, John Collins alias Alexis. Immer wieder fliegen zwischen ihnen die Fetzen. Heute trägt sie amüsiert ein T-Shirt mit ihr drauf. Die beiden haben immer noch Kontakt. In der Serie ging es damals richtig zur Sache. Ich bin auf sie draufgesprungen und habe sie in den Pool geschmissen. Als wir uns das erste Mal prügelten, gingen die Einschaltquoten durch die Decke. Also hat man gesagt, wir drehen jedes Jahr eine Prügelei. Und ich habe schon immer gedacht, was denken sie sich jetzt wieder aus? Linda Evans dreht in den 80ern rund um die Uhr. Doch privat läuft es nicht ganz so rund. Zweimal war sie verheiratet, zweimal geschieden. Verheiratet war sie damals eigentlich eher mit der Arbeit. Auch die Beziehung mit dem 12 Jahre jüngeren Gianni scheitert. Heute vermisst sie vor allem einen Mann. Wen vermisst du aus deiner Zeit in Hollywood? Die Menschen, die ich liebte. John Forsythe. Es gibt viele, die ich liebe und bewundere, aber ich bin hier und sie sind dort. John Forsythe gab mir meine erste Sprechrolle. Damals war ich 15 Jahre alt. Es war eine Sendung, in der er mitspielte, in der ich mich in ihn verlieben sollte. Und er gab mir die Rolle. 30 Jahre später spielt sie wieder an der Seite von John Forsythe. Eher als ihr Ehemann Blake Carrington. Immer wieder gab es Gerüchte, die beiden wollten auch im echten Leben heiraten. Geheiratet haben sie nie, blieben aber bis zu seinem Tod gute Freunde. Heute ist Linda weit weg vom Hollywood-Rummel. Schon seit 20 Jahren lebt sie hier in der Nähe von Washington. Kinder hat sie keine, läuft am liebsten im Pullover und Jeans auf ihrem Anwesen herum und züchtet selber Obst und Gemüse. Ihre Figur hat sie übrigens immer gehalten. Beim Shooting muss sogar mit Tricks gearbeitet werden, damit die Kleider halten. Ich mache ein bisschen eng, Kleider und alles passt perfekt. Fertig, wir sind ready. Obwohl Linda keinen Hollywood-Glamour braucht, gehören zu ihren besten Freunden große Namen. Schauspielerin Linda Gray, die damals zu Ellen in Dallas spielte, steht ihr bis heute ganz nah. Und natürlich schickt sie ihrer Freundin einen Geburtstagsgruß. 80 is great. I'm 82.
80 ist großartig, ich bin 82. Also, liebe Freundin, wir sind verbunden, wir halten uns an den Händen. Wir lachen, wir albern rum, wir teilen großartige Erinnerungen und eine tiefe Freundschaft. Ich kenne niemanden, der mit 80 so wunderschön ist. Nein, den gibt es nicht. Wir sind Überlebende, wir sind super, wir sind fit und wir sind lustig. Ich liebe dich. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Happy Birthday, meine Liebe. Man könnte meinen, Linda sei einsam, wenn die Fotografen, Stylisten und Kamerateams weg sind. In ihrem Riesenhaus mit zig Zimmern, 320 Quadratmetern und einem unvorstellbar großen Grundbesitz. Geheiratet hat sie nie wieder. Es ist schon interessant. Mein ganzes Leben lang wollte ich eigentlich Ehefrau und Mutter sein. Nicht mehr, schon gar nicht eine Schauspielerin. Aber heute bin ich über meine Karriere sehr glücklich. Ich bin so zufrieden mit mir, dass es mich selbst erstaunt. Gut, wenn jetzt jemand vorbeikäme, der mich anschaut und mein Herz zum Klopfen bringt, würde ich es nochmal ausprobieren. Aber in der Zwischenzeit bin ich nicht auf der Suche. Eine sportliche Ansage mit 80. Linda ist also offen für eine Beziehung, aber nicht um jeden Preis. Sie ist zwar allein, aber nicht einsam. Ich fühle mich vollständig. Ich habe ja eine Stieftochter mit meinem ersten Mann. Ich bin also eine Stiefmutter, was mich sehr erfüllt. Ich habe einen Hund, der ein wunderbarer Begleiter ist. Obwohl Linda immer noch Power hat, die Freunde, die sie umgeben, werden weniger. Und wir erleben einen der seltenen Momente, der uns zeigt, wie zerbrechlich sie doch ist. Ich schaue zurück zum letzten November im letzten Jahr. Da starb meine älteste und beste Freundin. Sie war 90. Und dann starb meine Schwester im Februar. Das ist schwer für mich. Aber ich weiß, ich trage sie in meinem Herzen und deshalb sind sie bei mir. Linda hat sich wirklich vorgenommen, 100 zu werden, hält sich mit Yoga und gutem Essen fit. Auf ihr Leben blickt sie ohne Reue zurück, auch wenn Hollywood sie berühmt machte, aber nie ihre Heimat wurde. Es war nicht alles perfekt. Es gab viele Höhen und Tiefen in meinem Leben, so wie jeder Höhen und Tiefen hat. Scheidungen sind nicht schön. Es gab viele Dinge, die schwierig waren. Aber jeder Mensch kennt das doch. Ich bereue nichts in meinem Leben, denn alles hat mich klüger gemacht. Und glaub mir eins, wenn es eins gibt, das ich am Alter schätze, ist, dass du weiser bist. Und das nehmen wir heute von unserem Shooting mit einem 80-jährigen Superstar mit. Es sind die kleinen Dinge fernab vom Glamour-Leben, die Linda heute glücklich machen. Auch wenn sie immer noch einen großen Namen trägt.